Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Alan Wake 2. Und natürlich spielen wir das Ganze wie immer in voller 4K Ultra-Auflösung mit Path Tracing an, Ray Reconstruction und DLSS Frame Generation. Und falls ihr mir mal live beim Spielen zusehen wollt, dann kommt auch gerne mal auf Twitch vorbei. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Geh ran, geh ran. David, bitte geh ran. David. David, ich bin's. Wo hast du... Hör auf. Hör mir einmal zu, bitte. Du hast mich verlassen und mir meine Tochter genommen und dann hast du... Sie ist deinetwegen tot. Und ich will nie wieder was von dir hören. Ruf mich nie wieder an. David! Verflucht nochmal. Es wird schlimmer. Breitet sich aus. Die Zeit läuft mir davon. Hui, und ich bin wieder zurück. Erreiche das Seeufer. Gut, also, wie war das nochmals? Der Weg ist zu. Moment mal, hier Ferienhäuser. Das ist doch jetzt neu, oder? Ist das der Weg? Nicht wirklich. Rental Cabins. Ach, das sind die FBC-Leute, oder? Das sind schon Gegner. Hier komme ich nicht vorbei, ne? Dahinter. Wir kommen mit den Lichtern, Anderson. Wo sollen wir sie platzieren? Platzieren Sie sie an der Kiste. Wir müssen bereit sein, wenn es geschafft kommt. Wir werden bereit sein. SMS Anderson. Hip Koloss. Na komm her. Na also. Alter, der hat nichts gedroppt, ne? Chaos am Cauldron Lake. Vermisster Dobermann auf Wanderweg gefunden. Pride Falls. Eigene virtuelle Backmeisterin. Also ich schaue jetzt mal, ob ich hier noch reinkomme. Ansonsten
Ja, muss ich ja runter hier. Erreiche das Seeufer. Führe das Ritual am Colton Lake aus. Und, sieht so aus, als würde ich reinkommen. Denn ich habe den Bolzenschneider, Leute. Das sind die Ferienhäuser. Ja gut, warum nicht? Vielleicht gibt es hier noch was Cooles zum Mitnehmen. Na, so typisch. Hintenrum geht's wieder ins andere Haus. Jetzt, okay, hier kann ich nach unten springen. Ehrlich, habe ich mir noch ein bisschen Proviant oder so erhofft. So, hier kann ich nicht rein. Da ist noch einer dieser Reime. Oh, schon wieder einer. Elemente, Monster, die einen verfolgen. Wachsame Vögel. Der Einsatz kann nicht hoch genug sein. Sowohl für das Risikomanagement als auch für erfolgreiche Ergebnisse. Sorgen Sie dafür, dass der Reim diesmal lockerer ist. Wir müssen diesen Ansatz auf möglicherweise mehrdeutige Interpretationsergebnisse hin testen. Die Reime, Leute. Okay. Ich soll aber an die Falltafel. Jetzt kann ich hier wieder weitermachen, oder was? Des Baumes. Jedes Mal, wenn der Kult jemanden erwischte, der vom Schatten besessen war, schnitten sie das Herz des Monsters heraus, steckten den Schalter in das Loch und betätigten ihn. Okay. Bis hierhin. Kultritual. Die Kultisten wussten, dass der Klick gemacht hat. Sie fanden ihn am Cauldron Lake. Okay. Fakt vs. Fiktion. Das sagte für später und Kinderreime. Eine Notiz über den Stil und den Inhalt der Reime. Hier, was sind das für Dinger, oder? Ja, perfekt. Scheint vom Autor der Reime zurückgelassen worden zu sein. Überarbeitung des Stils.
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den lösen kann, weil ich glaube, eine Puppe fehlt mir. Fehlt mir ja. Also, unser Held, so treu und wahr, verfolgt vom Monster grausam gar. Das Krächzen von den klugen Krähen, sie lugen scharf aufs Kampfgeschehen. Als sich der Kampf dem Ende neigt, der Held und auch die Krähen holen sich ihren Lohn. Ach je, unser Held, so treu und wahr. Verfolgt vom Monster grausam gar. Das Krächzen von den klugen Krähen. Sie lugen scharf aufs Kampfgeschehen. Also die sind ja meistens irgendwie von der Übersetzung manchmal ziemlich komisch, würde ich mal sagen. Zertreuend war, verfolgt vom Monster grausam gar. Verfolgt vom Monster. Von den klugen Krähen. Keine Ahnung. Ich habe eine Krähenpuppe. Sie lugen scharf aufs Kampfgeschehen. Also das macht wahrscheinlich Sinn, oder? Auge, Krähe. Und der Held so treu und wahr. Holen sich. Ah, der Held und auch die Krähen holen sich ihren Lohn. Lohn, Lohn, Lohn. Held, 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 oder? Ah. Yeah. Ja. Und trotzdem voll merkwürdig. Die Dinger da immer. So, was habe ich jetzt bekommen? Und ich finde, auch da braucht man nicht wirklich immer alle. Also, man bekommt ja manchmal die Dinger doppelt. Wie den hier. Die Talismane. So, jetzt ist die Frage, was ist passiert? Nach draußen vielleicht oder drin? Jawohl. Alter.
Wie stark ist denn der? Der hat aber ordentlich geschluckt, der Junge hier. Jetzt warte mal, der hat nichts gedroppt. Dann hier drin, oder? Oder habe ich was übersehen? Ah. Nein, schon wieder. Okay. Und das meinte ich. Den bekommt man oft doppelt. Rette dich vor dem Tod, wird aber dabei zerstört. Und da habe ich, keine Ahnung, mittlerweile schon 3 oder 4. Einmal habe ich es gebraucht. Von dem her gesehen, lasse ich da einen immer drin. Ja, ist ganz nett. Dann muss man nicht von vorne anfangen. Beziehungsweise dort, wo man gespeichert hat. Und komischerweise kann man die Dinger hier immer streicheln. Mein kleiner Freund. Da hat es bestimmt auch irgendwas auf sich, aber... Ja, ich dachte eigentlich, wie schon gesagt, dass ich hier Munition oder so bekomme. Aber anscheinend doch nicht. Okay, hier hinten ist noch ein Kultversteck. Also wenn das nicht zu schwierig ist, dann mache ich das noch. Muss wieder außen rum. Der anderen Seite. Wie schon gesagt, ich glaube, ich habe noch nie auf Toiletten was gefunden. Irgendwie Munition oder so in dem Spiel. In dem Haus anscheinend. Speicherplatz. Noch eine Schließkassette. Eine Schließkassette. Ach hey, hier brauche ich einen Schlüssel oder so. Oh, ich glaube, das mache ich nicht. Weil ich habe keine Ahnung. Also, wir gehen zum Cauldron Lake. Nach unten, ne? Bis hier runter. Hier hinten habe ich auch noch ein Kultversteck vergessen. Und hier komme ich anscheinend auf jeden Fall rein.
Behälter hier noch. Ja, wir schauen mal, ob wir da jetzt noch hingehen. Und der Mond. Das sind Thor und Odin. Vielleicht sollte ich mich melden. Kleine, wir sind fast beim Gig. Und Odin hat 4 Schergen der Dunkelheit überfahren. Der Bus ist der Hammer. Ich fahre mit einer Hand. Wir treffen uns bei der Küste. Ist das Lied bereit? Fast. Odin hat einen richtig geilen Refrain. Komm, rette deine Seele, erwache neu und ganz. Beim Namen werde ich ihn beschwören. Es ist eine Beschwörung des dunklen Ozeans. Okay. Ist hier mir ein paar Leute überfahren. Da war doch die Kiste gerade. Na gut. Bruder, Baum, Baum! Welcher Baum? Im Lied gibt es keinen Baum. Wer zum Teufel steckt einen Baum mitten auf die Straße? Wir sind nicht auf der Straße. Fahr vorsichtig, Opa. Gib dir Vollgas, Bruder. Ganz schön verrockte Art zu fahren. Naja. Wer es witzig findet. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Auch nicht. Muss zwangsläufig hier nach hinten. Da hat er eine Tür verloren. Alter, das sind schon wieder 2 oder 3 Gegner hier. So, aber gedroppt haben die Jungs natürlich wieder nichts. Naja, das habe ich am Anfang geöffnet. Oder ziemlich am Anfang. Jetzt Moment mal, hier geht's nicht weiter. Nach oben oder?
Okay. Die Lichter und der Sicherheitscontainer sind bereit, Anderson. Wunderbar. Sind Thor und Odin schon da? Die zwei Oldies? Sie sind hier und haben Schnaps mit. Ich liebe sie jetzt schon. Sie sind eigen. Sie wollten wissen, welche Kunst wir verwenden. Nun, Sie sind es. Ich bin gleich da. Ah, jetzt bin ich hier hinten. Perfekt. Weil den Container müsste ich jetzt auch noch mit dem Schraubenzieher öffnen können. So, und ich habe die ganzen Leute platt gefahren. Die zwei auch noch. So, wo kann ich abspeichern? Hier um die Ecke. Ja, ich glaube, das mache ich mal. Also, jetzt ist die Frage, soll ich die große Wumme hier auch noch mitnehmen? Also den brauche ich auf jeden Fall nicht. Da reicht einer. Dann habe ich 8 von den Dingern hier, von den Bolzen. Macht vielleicht mehr Sinn so. Das noch auf die Schnellauswahl, aber wohin? Hierhin. Okay. Also, abspeichern und dann wieder auf nach unten, ne? Alter, nee, vergesst es echt, ey. Ein Headshot.
Nee, ne? Was hat die jetzt getroppt? Super, also jetzt kann ich direkt wieder zurück. Denn irgendwie erwarte ich dort dann doch noch mehr Gegner. Und zwar... Yeah. Und wir sollten uns heilen. Einen Platz haben wir noch frei. Komm, dann verballer ich halt erst die Pfeile, wenn ich dran denke. Jetzt ist die Frage, wenn ich abgespeichert habe und die Gegner sind wieder da, dann hat es natürlich nichts gebracht. Sieht gut aus. Den Kinderreim habe ich schon gemacht. So Leute, wir sind da am Cauldron Lake und sieht echt richtig cool aus hier. Den habe ich hierhin geballert in einem Pfeil. Den hätte ich jetzt mitnehmen können. Oh yeah. Na okay, sieht doch lustig aus. Wo sind meine Glocken? Hab sie weggeworfen. Bei Glocken nicht runden. Und ob sie das tun, man muss sie nur richtig verwenden. Okay, wir sind bereit zu rocken. Gib einfach Bescheid. Ich bin hier. Ich bin hier. Machen wir uns bereit. Anderson, wir haben hier oben ein Kontrollzentrum eingerichtet.
Hey, Anderson, ich kann noch mehr Ausrüstung runterbringen, wenn nötig. Sobald sie auftauchen, richte ich die Lichter für dich auf die Besessenen. Schlechte Neuigkeiten. Wir haben es eilig und der Strom setzt aus. Dein Partner hier wird sich darum kümmern. Ich bin kein Mechaniker, verdammt! Wo ist euer Techniker, Kieran? Wir warten auf dein Signal, Saga! Das wird die beste Show aller Zeiten! Na dann. Opa, du gibst mir das Signal, sobald das Lied fertig ist. Und ich verwende den Klicker, um Wake zurückzuholen. Los geht's! Hallo, Conran Lake! Schön, hier heute so viele Bundesbeamte zu sehen! Bereitet euch auf einen seelenzerreißenden, bewusstseinsverändernden Akt schwarzer Magie und Zauberei vor! Wir haben diesen Song für unseren gequälten Lieblingsschriftsteller geschrieben. Lasst euch aus der Dunkelheit führen. Der Song heißt Dark Ocean Summoning. Du lässt mich so sagen wie ein Affen aussehen, Alter. Scheiße. Probieren wir es noch einmal. Oh je, überlebe das Beschwörungsritual. Momentan kommt es immer wieder zu paranormalen Verbrechen. Aber ich finde das einfach stark. Ich will ein T-Shirt. Die Show zieht Publikum an. Besessene im Anmarsch. Alter. Das sieht nicht gut aus. Ja.
Nene. Ich wusste es. Kann ich die Dinger eigentlich auch drehen oder so? Aber ich finde das einfach stark. Ich will ein T-Shirt. Die Show zieht Publikum an. Besessene im Anmarsch. Ich hab sie erwischt. Das ist mies. Rock'n'Roll.
den Ort. Dort sollte meine Truppe verdecken. Das ist es! Ja, geht voll ab. Ah, ja. Wir haben Alan Wake gefunden. Was ist passiert? Warum hat's nicht geklappt? Ich habe alles richtig gemacht. Erst die Kunst und dann der Klicker. Also, wo ist er, verdammt? Parliament Tower. Er war zurück. Okay, jetzt geht's hier wieder weiter.